das ist. Achso, das war das. Es sind noch 6 Monate bis zum Feiertag, aber die jüngsten Ereignisse zwingen mich dazu, Flo nun bereits zu wecken. Es sind noch 6 Monate bis zum Feiertag, aber die jüngsten Ereignisse. Flo nun bereits zu wecken, okay. Die Lieblingswaffe des Schwangarde. Ich bewahre sie besser auf, denn ich kann sie sicher noch gebrauchen. Ein Schwert. Eine Sanduhr. Was haben wir denn hier eigentlich? Wasserflasche? Was ist das hier? Aua! Oh, ist heil geblieben. Schön. Nur ein paar Nägel versperrt mir die Sicht. Hierfür brauche ich einen Schlüssel. Haben wir auch nicht. Dieser riesige Kopf scheint in der Zeit festzustecken. Ich kann eine lebhafte Aura spüren. So, die Rose kommt hier hin. Was ist das? Ach, die eine Nagel. Oh, gut. Gut, haben wir eine Nagelzange noch spontan gefunden. Na toll. Echt jetzt? Okay, gehen wir halt nochmal raus. Setz mal die noch ein. Jetzt brauchen wir nur noch die Schneeflocke. Angeln wir uns erstmal den Wolf. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Hier brauchen wir das. Da ist die Schneeflocke drunter und wir haben... Was für ein Pilz? Ein Heilpilz, okay. So, dann können wir jetzt den Wolf einsetzen gehen. Erstmal. So. Dann die Schneeflocke. Vielleicht ist hier der Schlüssel drin. Ah nein, die Sanduhr. Na gut, nehmen wir die Sanduhr. Aber eine schöne Sanduhr. Is it time already? I wish I could tell the time down here. Greetings, humans. I am Flo. I accept your offerings. Okay. I humbly apologize, Swan Princess. I did not recognize you at first. I shall do my best to assist you. I sense a great danger surrounds you. I grant you entry, but beware. You are not alone in these halls. Okay. Flo hat eine Schwäche für mich. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Kind. Unterirdische Anlage. Aber erstmal guck mal hier rein. Wow. So, Schüler. So, dann sammle ich mal die Teile zusammen. Erstmal wie immer alles, was sehr offensichtlich ist. Und dann kannst du mal den ganzen Rest so langsam zusammenklamüsern. Hier ist der Arm. Da haben wir noch ein Teil und dann fehlt nur noch was Kleines. Jedenfalls wirkt es immer so klein hier unten. Manchmal sind die Dinger ja dann noch trotzdem sehr groß. Ja, also bisher gefällt mir das sehr gut, muss ich mal so sagen. Es ist bisher sehr interessant. Wieder mal ein bisschen sehr leicht an manchen Stellen, aber ich glaube, das machen sie bei den Bonuskapiteln mit Absicht. Weil der Hauptteil ist ja das Hauptspiel. Und Bonus ist halt wirklich immer bloß so ein kleiner Zusatzteil.
Da ist es. So. Wir haben den Schüler. Aber wisst ihr, was mich verwundert? Er hat gemeint, wir sind nicht allein. Wow. Die Druidin schwebt in großer Gefahr. Verschwinde, lass sie in Ruhe. Oh weh. Was haben wir getan? I have foreseen your arrival, Swan Princess. I have two gifts for you. First, when we say hello. And again, when we say goodbye. Okay. This is your first gift. A royal frog for a royal lady. Keep it close to your heart, and it will change your life forever. My second gift will be a glimpse of things to come. But to show you this, I will need a mineral to place in my pool. Mein Pool. Ein Frosch? Nun, das ist womöglich das seltsamste Geschenk, das ich je erhalten habe. Ich finde lieber diesen Stein für sie. Ein Frosch. Okay. Drin hat einen Mineral erwähnt, das man für eine Divination braucht. Er soll die Zukunft vorhersagen. Ein Stein. Ein Mineral. Wasserflasche. Ich frage mich immer wieder, wie diese Bestien in diesen heiligen Ort gekommen sind. Jo, da kommt er natürlich ran. Da komme ich nicht ran, aber vielleicht kann der Frosch für mich holen. Ich fasse es nicht. Lieber Frosch, ich bin mir sicher, dass wir uns gut verstehen werden. Okay. Gut, konzentrieren wir uns jetzt auf ein bisschen was anderes. Denn es gilt noch, eine Eichel und eventuell eine Parabel zu finden. Wie sie da steht, so mit der Hand ausgestreckt, ey. So, da war die Eichel. Aber eine Parabel habe ich halt jetzt nicht gesehen. So, wir schmeißen jetzt erstmal den Schüler hier rein und den Propheten. Und irgendwas fehlt uns immer noch dazwischen. Nö, also ich glaube, hier gibt es keine Parabel diesmal. So, wir haben die Katze und ein Auge. Auge. Jetzt brauchen wir immer noch einen Schlüssel. Hier können wir nichts mehr machen. Ach, ich hab sogar recht, ist ja cool. Zieh die Rahmenfragmente zu den richtigen Stellen um das Auge herum. Sobald du sie platzierst, drehen sie sich. Alles klar. Okay. Okay, Moment. Dann Ach, das ist schon richtig. Nach dem kann ich mich orientieren. Okay. Wäre das? Dann das.
Dann das. Dann das. Dann der Stern ist da. So. Oh, nee. So und so. Passt. Was? Ach, das sind mehrere... Okay, es sind wieder mehrere Runden. So, es muss einem doch gesagt werden. Ich wollte gerade sagen, das müsste passen. Und das dann dafür unten. Hier kommt der Stern ran. Und oben ebenfalls. Dann haben wir hier den Mond und da den Mond. Das letzte Teil dahin. So, Runde Nummer 3. Also es ist ein sehr interessantes Rätsel, das muss man mal sagen. Wobei man muss halt einfach bloß nach den Symbolen gucken und ob es die richtige Seite ist. So, Mond, würde ich mal jetzt einfach so sagen. So. So, jetzt haben wir die Schüler. Noch ein Schüler. Okay. Dieses Surren die ganze Zeit im Hintergrund, dieses ganz leises, ist eigentlich schön. So. Die Schüler waren unten, ne? Endlich kann ich in das Archiv gehen. Hoffentlich finde ich etwas, das mir den Umgang mit den Biestern erleichtert. Alter Schwede, Lese ist heute echt nicht meine Stärke. So, hier die Eichel hatten wir. Die war ja da drüben in diesem komischen Getünsel hier. Soll ich noch eine Parabel? Nö. So, So, ja. Was wollte ich gerade? Egal, so. Ah, hier waren wir schon. Die Sammlung des Schwanenkönigreichs ist immens. Mit keinem Gold der Welt kann man das Wissen kaufen. Aber das ist wirklich heftig hier, ne? Da war die Eichel. Der Baum kann aus einem Sprössling wachsen, doch leider fehlt er. Rosenquarz. Auch die rechte Seite ist unvollständig. Rechts und links. Die Harpien sahen dabei zu, wie die Schwäne alles erlangten, was sie erhofft hatten. In einem Moment irrationaler Eifersucht griffen sie die Schwäne an und töteten viele von ihnen, einschließlich der herrschenden Schwanenprinzessin. Und nun sind sie zurück und auf Rache aus. Aber wie haben wir sie damals besiegt? Das wird auf der anderen Seite bestimmt stehen, ne? Roter Drache. Ich muss die Siegel loswerden. Aber wie? Den Schwanenschlüssel müssen wir jetzt zusammensuchen. Das ist natürlich jetzt wieder schön. Wir nehmen wie immer alles mit, was irgendwie hier nicht so richtig reingehört. Was nicht so aussieht, als ob es hier reingehört, sagen wir es mal so.
Der Stab noch. Ach, hier oben habe ich den übersehen. Okay. Alter Schwede, sieht ja geil aus. Hübsches Ding. Muss ich schon sagen. Da war die Parabel. Da war Kind am See fast zusammen. Ist jetzt noch was gewesen? Der Setzling, das Buch. Hm? Na, hier oben noch, ne? Gut. Okay, und das kriegen wir die Siegel kaputt.